Ja, willkommen zu meinem zweiten Talk. Eigentlich habe ich zwei eingereicht, damit man sich einen aussuchen kann. Hat nicht geklappt. Es geht um Software-Testing. Ein paar Worte vorab. Ich will nicht irgendwie Erwartungen enttäuschen, drücken, keine Ahnung was, sondern nochmal, was ich auch in der Beschreibung geschrieben habe, klarstellen, worum es hier geht. Testing an sich ist super komplex. Es spielen eine ganze Menge Faktoren und Geschichten und so weiter. Ja, kann ich machen, klar. Testing ist sehr komplex. Es spielt eine ganze Menge wirklich in den Bereich Testing selber rein, aber auch alles, was drumherum zählt. Sprich, die Prozesse im Testing, die Prozesse in einer Firma, in einer Softwareentwicklung, um Testing irgendwann betreiben zu können. Darauf kann ich nicht überall eingehen. Das heißt, ich kann nicht jedes Topic beleuchten und auch leider fast kein Topic wirklich irgendwo in die Tiefe. Das heißt, hier geht es nicht darum, ich erzähle irgendwas, ihr schaut euch irgendwas an und dann seid ihr Tester, Testmanager, keine Ahnung was. Das ist nicht die Erwartung, die ich erfüllen kann. Genauso wenig ist das hier ein Tutorial für, so schreibst du für dein WordPress-Plugin Unit-Tests oder so. Es geht hier nicht um WordPress, ich gehe nachher auch auf WordPress ein, aber allgemein möchte ich sagen, was ist Software-Testing, was muss man als Tester, als Entwickler, was muss man als Entscheidungsträger in einer Firma, in einer Softwareentwicklung machen, um Testing betreiben zu können, zu wollen und das Ganze auch erfolgreich. Von daher ist es eben eine breit gefächerte, trotzdem beschnittene, ziemlich seichte Einführung. Und es ist halt so, wenn ihr nachher mehr Fragen habt als jetzt, dann, naja, habe ich eigentlich erreicht, was ich möchte. Nämlich, dass ihr ein Interesse zeigt, dass man sich dann da selber mit beschäftigt oder eben auch austauscht und Fragen stellt. Kurz zusammengefasst, weil es sind ja mehrere Sessions parallel, falls ihr jetzt sagt, nee, das ist doch nicht so ganz das, was ich erwartet habe, im Prinzip ist das das, was ich gleich erzählen möchte. Das ist, glaube ich, aus der dritten Gesetzestafel, die Mose irgendwie hat fallen lassen oder so. Naja, du sollst testen. Warum soll man denn testen? Also es gibt mehrere Gründe dafür zu testen. Software enthält Fehler, Bugs, Defects. Und die verstecken sich. Defects können Failures, das ist im Deutschen der äußere Fehler, das ist die Fehlerwirkung hervorrufen. Und diese Failures, die können halt Geld kosten, genauso können sie aber auch Schaden verursachen und tödlich sein, je nachdem, was ich halt für einen Anwendungsfall von meinem Softwarebereich oder sogar Software auf Hardware habe oder was auch immer. Testing selber trägt nicht zur Qualitätssteigerung bei, es trifft eine Aussage über die Qualität. Und wenn ich Fehler gefunden habe und die bereinigt habe, dann steigere ich die Qualität meines Produktes. Testing beschleunigt die Softwareentwicklung, wenn man es richtig macht. Natürlich ist der Anfang schwer, es ist ein initialer Aufwand, sich da reinzuarbeiten. Aber wenn das Prozedere Testing und der ganze Prozess, Managementprozess, Testerprozess, Entwicklerprozess, wenn das eben gefestigt ist, dann beschleunigt es die gesamte Entwicklung. Und es gibt eine ganze Menge weitere Gründe. Man könnte sagen, wieso sollen wir testen? Wir debuggen doch. Ja, Debugging ist nicht testen. Da kommen wir später nochmal genau zu. Wenn ich getestet habe, dann werde ich danach hoffentlich debuggen, um einen Fehler wirklich zu beseitigen. Die haben halt schon miteinander zu tun, aber Debugging ist nicht Testing. Ein paar Beispiele. Weiß jemand zufällig, was das ist? Das war mal die Ariane 5. Die Ariane 5, da gab es ein Trägheitsnavigationssystem, das hat man von der Ariane 4 genommen. Nicht getestet, weil lief ja. Jedes weitere System hat man getestet, sogar richtig komponentenweise, integrativ und so weiter. Das Problem war, die Ariane 5 ist halt anders geflogen als Ariane 4. Man hat bestimmte Daten konvertiert, aufgrund der anderen Flugstrecke und so weiter gab es eben andere Daten, die gemessen wurden, die wurden umgerechnet, es gab einen Fehler. Zum Glück gab es dafür einen Handler, der war ausgeschaltet. Nicht ganz 40 Sekunden, nachdem die Ariane halt gestartet war, hat sie sich zerstört. Das hat sie geschafft. Zweite Sache, ein Entwickler bei der Air Force hat sich gedacht, ey, ich könnte doch so ein Programm für so eine Rakete optimieren. Und zwar kann ich mehr Speicher oder weniger Speicher nutzen. Ich mache einfach abhängig vom Äquator, ob ich ein Vorzeichen für meine Koordinaten nutze oder nicht.
Ich brauchte weniger Speicher, ist super. Die Rakete hat sich dann natürlich auch um 180 Grad gedreht, aber hat ja keinen gestört, ne? War ja keiner drin. Kurze Zeit später ist dann das Programm auch für einen F-18-Jet genommen worden. Und wahrscheinlich hat der Pilot sich ein bisschen gewundert, als er dann den Äquator überquert hat, dass sich dann der Jet gedreht hat. Eine andere Sache noch ist Heartbleed. Heartbleed ist ein Bug, der zu einem Failure, zu einer Fehlerwirkung geführt hat in der Heartbeat Extension von TLS. Das ist halt sowas wie Pingen, mehr oder weniger ist die Session noch offen und so weiter. Das ist vereinfacht sowas wie, ich schicke dir mal irgendwas, schick mir das zurück, dann weiß ich, dass du noch lebst. Man hat bei dieser Anfrage, ich schicke dir irgendwas, auch direkt helfen wollen und sagen, ey, das ist so und so lang, so und so viel Bytes schicke ich dir. Das Problem dabei ist, ein Angreifer hätte jetzt einen kurzen String schicken können, den der Angreifer wieder zurückschickt, sagt aber, der ist super lang. Dann nimmt der Empfänger diesen kurzen String, schickt den zurück, aber aufgrund des Heartbeat-Ablaufs hat dann der Angreifer alles, was danach gesendet wurde, auch noch zugewiesen bekommen. Der konnte einfach mitlesen, was denn noch so kommt. Da können auch wichtige, vertrauliche Daten bei gewesen sein. Das heißt erstens dieses, ey, ich helfe dir schon mal, das, was du mir schickst, ist so lang, ist überflüssig, das kann man selber ermitteln. Es ist natürlich schneller. Man hätte dann aber auch überprüfen müssen, ob das tatsächlich der Fall ist, weil, naja, diese Anweisung ist eben mit diesen zwei Sachen, das sind wirklich die Daten, die man schicken soll und das ist die Aussage, so lange sind die, das ist an diesen, oder diese zwei Stellen sind im Code später nochmal genutzt worden und, naja, das waren halt zwei Aussagen zu einer Sache, die nicht gedeckt waren und nicht so gut. Das heißt, naja, betreibt Software-Tests, aber richtig. Testen muss geplant werden. Testen kostet eine ganze Menge Geld, weil auch Zeit. Testen muss daher aber auch überschaubar mit Bedacht gemacht werden. Das heißt, ich kann nicht jede Klasse, die ich habe, mit 400 Unit-Tests für weiß ich nicht was übersehen. Dann mache ich Integrationstests, mache meine Systemtests und keine Ahnung was. Wenn das ganze Programm überhaupt nicht wichtig, gefährlich oder keine Ahnung was ist. Man sollte testen, ja, damit man keine Bugs einbaut, aber man muss auch schon irgendwie haushalten mit dem Budget und dann eben der Zeit. Testing sollte, wenn es geht, unabhängig sein. Das heißt, nicht unbedingt der Entwickler, der den Code geschrieben hat, soll ihn als einziger testen. Und es sollte objektiv sein. Also am besten jemand, der gar nicht mit dem Projekt zu tun hat. Oder zumindest auch jemand, der nicht damit zu tun hat. Natürlich können auch zwei Entwickler am gleichen Projekt, die an verschiedenen Stellen getan haben, gegenseitig ihren Code testen, keine Frage. Und Testing muss halt gemanagt werden. Das heißt, die Zeit, die Arbeitskraft, das Geld und dann eben auch an bestimmten Entwicklungsschritten im Ablauf einer Softwareentwicklung muss eben vom Management so von Anfang an eingeplant werden. Das heißt, auch dem Kunden gegenüber kommuniziert werden, dass es wirklich eingeplant wird. Software-Testing gehört zur Softwareentwicklung dazu. Es sind nicht zwei Dinge. Natürlich kann man nur Software testen, wenn sie entwickelt wurde, aber man sollte sie auch testen, wenn sie entwickelt wurde. Schauen wir uns an, was ist Testing? Das ist vom ISTQB, das ist das ein Qualifications Board über Software-Testing, ein internationales. Das ist eine Definition von, was ist Testing? Zusammengefasst geht es halt darum, dass wir etwas evaluieren. Wir schauen, ob es bestimmte Anforderungen erfüllt und wir wollen eben Defects, das sind die Fehler im Code, herausfinden. Das heißt, das hier ist ein Test. Ich habe zwei Sachen und die sollen gleich sein. Ich möchte die Fehler finden. Ich habe eine Anforderung, das da soll gleich dem da sein. Das ist ein Test. Es gibt aber für einen Test bestimmte verschiedene Perspektiven, Sichtweisen und dann eben auch bestimmte Zielsetzungen. Und zwar gibt es mindestens diese vier, wobei der Customer irgendwie auch vielleicht der Manager sein könnte, der quasi komplett hinter einem Projekt steht oder so. Das sind die Perspektiven, die Ziele, die die jeweiligen Perspektiven oder dann die Leute, die diese Perspektive teilen, erfüllen wollen, ist, der Entwickler möchte halt Bugs finden. Er hat Code geschrieben mit Bugs, er möchte diese finden. Die Qualitätssicherung möchte Aussagen zur Qualität des Produkts machen oder bekommen. Der Tester
der hat eben Anforderungen und möchte die Funktionalität, sprich das, was aus diesen Anforderungen in Codeform gemacht wurde, überprüfen, ob das übereinstimmt. Na, und der Kunde möchte halt eben etwas, was er haben möchte, benutzbar bekommen. Das heißt, er möchte eben ein Produkt, was er bekommt, gegenüber seinen Anforderungen überprüfen. Zwei Sachen möchte ich hervorheben, einmal die Requirements und einmal Verify und da kurz drauf eingehen. Anforderungen, Spezifikationen, was ist das genau? Wenn wir uns Softwareentwicklung als Prozess mal anschauen, gibt es das Anforderungsdokument, die Anforderungen. Das ist für jeden Entwicklungsprozess oder für jede Phase des Entwicklungsprozesses ist es das, was reingeht. Man macht dann etwas in dieser Entwicklungsphase und der Output ist die Spezifikation. Gleichzeitig ist aber die Spezifikation, also der Output von irgendeiner Phase, für die nächste Phase der Input. Das heißt, eigentlich sind sie das Gleiche, abhängig davon, wo ich mich gerade befinde. Und das heißt letzten Endes, wenn wir von der Kundenwunschliste durch unsere verschiedenen Entwicklungsphasen zum Produkt kommen, ist unser Produkt 100% Spezifikation. Validierung und Verifikation. Zwei Definitionen. Bei der Validierung geht es dabei zu überprüfen, ob bestimmte Anforderungen erfüllt sind. Das heißt, es gibt so einen Quote, bauen wir denn das richtige Produkt? Die Verifikation hingegen überprüft, ob vom Kunden gemachte Bedingungen, Constraints, Annahmen, ob die erfüllt werden von dem Produkt, wenn er das denn benutzt. Das heißt, wir haben ein Produkt gebaut, aber haben wir das Produkt richtig gebaut? Oder das Produkt ist fertig, aber es macht was Falsches? Ich gehe hier halt in einem Schnelldurchgang durch, weil ich sonst nicht wirklich das vermitteln kann. Also ich hoffe, dass ihr Fragen habt, dass wir nachher irgendwie drüber reden können. Testing kann man unterteilen in statisches Testen und dynamisches Testen. Schauen wir uns erstmal statisches Testen an. Das ist eigentlich die Verifikation und nichts anderes. Für statisches Testen brauche ich zwar Code, aber ich muss den nicht ausführen. Ich analysiere den Code einfach. Aufgabe ist, im Code Fehler zu finden, also Bugs oder Defects. Es gibt einmal statische Analysen, die sind automatisiert machbar, und es gibt Reviews. Das ist das, was ein Mensch dann macht. Also statische Analyse kann komplett toolbasiert sein und ein Review, da ist immer ein Mensch beteiligt, er kann auch Tools benutzen, aber es ist halt wirklich ein Prozess, der durchlaufen wird. Man schaut sich irgendwas manuell an. Statische Analyse ist, ich nehme Code und analysiere den, zum Beispiel den Kontrollfluss, den Datenfluss oder auch Output, der generiert wird. Und es gibt zahlreiche Use Cases dafür. Das einfachste ist halt im Programmiererbereich Syntaxüberprüfung, Code Smell Detection, bestimmte Richtlinien, wonach man programmieren soll, ob die erfüllt sind. Und von statischer Analyse gefunden werden dann eben entsprechend Vergehen für bestimmte Sachen, also Syntaxregeln, ob ich irgendwo nach einem Return, was definitiv erreicht wird, noch Code habe, der ist halt unerreichbar und so Sachen, die können mit statischer Analyse aufgezeigt werden. Genauso auch komplizierte Sachen, wie if irgendwas ist true, return true, sonst return false. Das kann halt vereinfacht werden. Reviews gibt es auf unterschiedliche Art und Weise. Das ist unterschiedlich komplex, wie die durchgeführt werden. Es fängt an beim informellen Review. Das ist halt komplett nicht formell, der gesamte Ablauf. Es kann einfach sein, ey, guck mal, ich schicke dir gleich mal einen Link, da habe ich was gecodet, schau dir das mal an. Das wäre ein einfaches Review. Es gibt einen Walkthrough. Da ist meistens der Autor oder jemand, der zumindest das Projekt kennt, dabei und führt jemanden durch den Code. Schau dir das mal an, wir haben das gemacht, diese Funktion soll das und das machen. Das kann man zum einen nutzen, um wirklich Fehler also den anderen Fehler erkennen zu lassen und einen darauf hinweisen zu lassen. Oder aber, um jemanden anzulernen. Dass man als ein großes Produkt, weiß ich nicht wie viele Klassen und keine Ahnung was, wir nutzen den Walkthrough jetzt mehr oder weniger als ich führe dich mal dadurch, damit du weißt, was, wie, wo funktioniert und zusammenspielt. Dann gibt es ein technisches Review. Das Ganze ist etwas formeller, es wird zumindest dokumentiert, was gemacht wird.
Es ist ein bestimmter Ablauf, der da verfolgt wird, und es ist auch mit mindestens zwei Personen, meistens mehr, dass man sich wirklich darüber austauscht, was man gerade besprochen hat. Das heißt aber auch, dass man weniger schafft in der Zeit, weil einfach mehr über die Dinge geredet wird und mehr ja, ein Anspruch daran ist. Noch formeller ist dann die Inspektion, ich weiß nicht, ob es auch im Deutschen auch so heißt, die Inspection. Das Ganze ist wirklich formell. Es gibt ein Vorbereitungsgespräch, es gibt Vorbereitungsdokumente, es gibt einen bestimmten Termin. Das Ganze ist meistens relativ kurz, dass man sich kurzfristig darauf vorbereiten muss, dass nicht noch irgendwas dazwischen kommt, Sachen noch überarbeitet werden oder. Es wird das ganze Ding angesetzt, wirklich strukturiert vorbereitet, durchgeführt und auch formell nachbesprochen. Ja, es gibt dafür ein paar Faktoren, die gewährleistet sein müssen, damit das Ganze eben Sinn macht. Es muss halt wirklich vorgegeben sein, was sind die Ziele davon. Die sind ja teilweise unterschiedlich. Ein Walkthrough hat nicht das gleiche Ziel wie eine formelle Inspektion. Man möchte Fehler finden, Bugs finden, weil man weiß ja, sie sind da. Das ist also nicht, dass irgendwer, der jetzt entweder überprüft wird oder auch andere Leute, die jemanden überprüfen, damit der Sichtweise rangehen, mal gucken, wie schlecht er ist, den schmeißen wir raus. Man sollte davon ausgehen, es sind Bugs vorhanden. Und je nachdem, wie, wann und wo man testet, findet man die relativ früh, kann sie beheben. Das Ganze muss also objektiv und eben willkommend durchgezogen werden. Wir suchen Bugs, weil wir wissen, die sind da, und wenn uns das gelingt, ist das super. Es muss natürlich auf eine vernünftige Art und Weise reviewed werden. Das heißt teilweise, dass sowohl die internen, die innerbetrieblichen Prozesse das auch irgendwie gewährleisten. Es müssen die richtigen Tools, wenn es denn möglich ist, verwendet werden. Und es muss, dass die beteiligten Leute, je nachdem wie formell das wird, müssen eben auch geschult sein. Wie läuft sowas ab? Es gibt einen Moderator, es gibt einen Schreiber und was auch immer. Und das Ganze ist eben, Prozessoptimierung ist mit eins der größten Ziele. Dynamisches Testen. Wir haben hier hauptsächlich die Verifikation, man kann auch dynamisch validieren. Wir brauchen definitiv unseren Code und führen den aus. Das heißt, wir testen dynamisch unser Programm, unsere Software, und man findet meistens die Fehlerwirkung, was dann auf Defects, auf Bugs schließen lässt. Aber wenn jetzt irgendwas schief geht, weiß ich nicht, wo ist der Bug. Ich weiß, da ist ein Bug, weil hier habe ich diese Fehlerwirkung, aber ich weiß noch nicht, wo ist der Bug. Und da kommt das Debugging dann ins Spiel. Es gibt verschiedene Testing-Methoden. Das ist nur ein Beispiel, jetzt eine Unterteilung. Es gibt diese Blackbox-Tests und Whitebox-Tests. Es gibt noch eine ganze Menge. Es gibt Graybox dazwischen, Glassbox, Experience-Based-Testing und so weiter. Die zwei habe ich mal aufgelistet und erkläre sie gleich etwas genauer, weil das schon eine grobe Unterteilung ist und die halt ziemlich unterschiedlich sind. Das andere sind eben Mischvarianten davon. Es gibt verschiedene Test-Level. Das heißt, was teste ich und wann in meinem Entwicklungsprozess teste ich. Das sind jetzt so die bekanntesten. Das ist einmal eben der Unit- oder Komponenten- oder Modultest. Dann gibt es Integrationen. Je nachdem, wie groß das Projekt ist, kann es Komponentenintegration und Systemintegration geben, dass das halt aufgesplittet ist. Es gibt einen systemweiten Test und dann eben der Benutzer, der Auftraggeber, der testet das ganze Produkt eben auf Akzeptanz gegenüber dem, was er eigentlich möchte. Die Methoden Blackbox-Testing, da testen wir eigentlich gegenüber der Spezifikation, also unserem Produkt, dem Code. Wir testen das Verhalten von unserem Produkt. Das heißt, uns interessiert nicht, was intern zum Beispiel eine Funktion macht. Wir wissen aber, wenn ich der Funktion diesen Input gebe oder wir haben diesen Zustand, dann benutze ich die Funktion, dann weiß ich, was das Ergebnis sein soll. Es gibt natürlich verschiedene Verfahren. Zum Beispiel Äquivalenzpartitionierung, das ist sowas wie, es gibt halt bestimmte Eingabemengen, die meine Funktion fressen kann, und ich unterteile die in, zum Beispiel, ich habe eine Funktion, die kriegt eine Zahl. Dann könnte man sagen, eine Äquivalenzklasse ist negative Zahlen, eine ist Fließkommazahlen, die andere ist eine Null, dann haben wir eine positive Zahl oder sowas, nur als Beispiele. Und dann ist das eine Herangehensweise, man nimmt aus jeder Äquivalenzklasse einfach einen repräsentativen Test, beziehungsweise dann für einen Test einen repräsentativen Input und testet damit. Weil diese Klassen haben ja eigentlich alle gemein, alle Elemente in einer Klasse sollten ungefähr das gleiche bewirken. Boundary Value Analysis ist zum Beispiel
ich habe eine Funktion, die irgendwas mit Rundungen zu tun hat. Oder es gibt irgendwo einen Grenzwert in der Funktion, der ich weiß, dass der existiert, weil ich weiß, was die Funktion machen soll. Ich weiß nicht, wie es implementiert ist. Dann könnte man ja genau um diesen Wert grenzwertig testen. Also je nachdem, wenn ich jetzt Integer reinschmeiße, ich weiß, 3 ist mein Wert. Was ist denn, wenn ich 4 mache? Was ist, wenn ich 2 mache und vielleicht minus 3? Ist dann immer noch alles so, wie es sein soll. Es gibt Decision Table Testing, das heißt für bestimmte Kombinationen von Wahrheitswerten, entweder die ich reingebe oder die verarbeitet werden können, kann man eben überprüfen, was gibt es für Kombinationen und testet eben bestimmte Pfade von einem Programm, aber eben Blackbox-mäßig, also ohne genau zu wissen, was intern passiert. Whitebox Testing ist Structure-Based Testing, das ist ein Synonym dafür. Wir schauen uns wirklich den Code an und schreiben unsere Tests so, dass wir bestimmte Sachen von dem Inneren einer Funktion oder Verarbeitungsprozedur genau testen. Es gibt auch wieder hier natürlich verschiedene Verfahren, zum Beispiel Statement Testing. Es wird halt irgendwie ein Test oder dafür sind es meistens mehrere Tests gebaut, dass jede Anweisung in einer Funktion irgendwie mal ausgeführt wird. Dass man eben sagen kann, ich weiß zwar nicht, ob ich es gut gemacht habe, aber ich habe zumindest alles mal angehauen. Es gibt Decision Testing, es gibt Multiple Condition Testing und so weiter. Das ist halt bestimmte Kombinationen von Tests mit unterschiedlichem Ziel. Dass ich halt in meinem komplett möglichen Programmablauf möglichst viele verschiedene Dinge teste. Und was ich teste, das hängt davon ab, was macht die Funktion, wie wird die benutzt, wie komplex ist die Funktion, wie viel Zeit habe ich gerade noch, wie viel Geld können wir noch für Tests ausgeben, was natürlich am besten im Vorfeld geklärt wäre. Die Test-Level. Das eigentliche Unit-Testing ist nicht das, was der Core als Unit-Testing verkauft. WordPress macht Unit-Tests mit WordPress-Funktionen. Das heißt, wenn zum Beispiel WP-Insert-Post getestet wird, wird danach mit anderen WordPress-Funktionen getestet, ob denn wirklich jetzt irgendwo ein Post auch in der Datenbank ist. Das ist nicht das eigentliche Unit-Testing. Das eigentliche Unit-Testing ist, ich teste eine Unit, eine Funktion, eine kleine Klasse oder was auch immer, ein in sich abgekapseltes Stück Programmcode und alles andere betrachte ich nicht. Wenn ich das brauche, muss ich irgendwie dafür sorgen, dass ich das nutzen kann, aber ich teste nur eine Funktion. Was möchte ich machen? Ich möchte halt Bugs finden in dieser einen einzigen Funktion, die ich teste. Das heißt, wenn ich jetzt in einer Funktion eine andere aufrufe, dann gehe ich einfach davon aus, die Funktion macht das, was sie soll. Die wird dann separat irgendwo getestet, ob sie wirklich das tut, was sie soll. Unit-Testing ist meistens bei Entwicklern, von Entwicklern gemacht. Meistens sogar der Entwickler, der etwas geschrieben hat, der macht auch den Unit-Test, vielleicht sogar vorher. Das wäre dann Test First. Meistens sind das Whitebox-Tests. Der Code steht ja direkt auf dem Bildschirm, ich habe den geschrieben, ich weiß, das und das ist möglich, ich möchte eben überprüfen, was passiert auf bestimmten Programmpfaden. Das nächste Level sind die Integrationstests. Da wird getestet, wie verschiedene Units, die für sich eigenständig schon getestet wurden, kommunizieren und interagieren. Das heißt, man testet von Objekten oder von Klassen eben zum Beispiel die Interfaces. Mit Interface ist jetzt nicht unbedingt das Interface zum Beispiel als PHP Klasse Interface gemeint, sondern was haben die für eine API? Wo kann ich mit der Klasse, mit einem Objekt kommunizieren? Gibt es da Getter, Setter und so weiter? Das wird getestet. Wie ich eben erwähnt habe, das könnte sein, dass man erstmal komponentenweise Integrationstest macht und dann vielleicht das System, wenn das ein großes System ist, oder man hat mehrere Systeme, zum Beispiel ein WooCommerce-Plugin. Man könnte WooCommerce als eine Systemebene betrachten und darüber ist dann nochmal WordPress als Beispiel. Integrationstests sind auch werden von Entwicklern durchgeführt. Meistens ist es immer noch Whitebox. Ich kann aber auch bestimmte Dinge einfach mal auf das Verhalten testen hierbei. Systemtests sind Tests des gesamten integrierten Systems. Das heißt, ich habe Anforderungen an mein gesamtes System und darüber prüfe ich, ob die erfüllt werden. Gesichtspunkte können unterschiedlicher Natur sein. Ich kann die Performance testen, ich kann Usability von irgendwas testen, wenn ich zum Beispiel ein bestimmtes User-Interface habe oder so. Da gibt es halt auch verschiedenste Dinge, die getestet werden. Ich würde sagen, in der Regel, aber leider ist es nicht, aber am besten wäre das von einem externen Tester oder einem externen Tester-Team gemacht. Extern heißt nicht unbedingt eine andere Firma,
vielleicht auch nicht eine andere, je nachdem wie groß die Firma ist, eine andere Abteilung, sondern einfach nur ein anderes Team. Dass Leute, die codemäßig damit nichts zu tun haben, das nicht durchführen, vielleicht sogar auch Leute, wenn es sowas gibt wie Technical Project Lead oder sowas, die eben Ahnung vom Coden haben, aber auch von dem Projektmanagement ein bisschen, dass die auch außen vor gelassen werden, weil sie teilweise von Dingen vielleicht annehmen, was wie wo gemeint ist und nicht wirklich alles so testen, wie es gedacht ist. Also es ist wirklich, wenn jemand, der etwas gar nicht kennt, gezeigt bekommt, hier, das sollst du testen und er das ne, so teilweise experimentell testet. Meistens sind das Blackbox-Tests. Es sind natürlich zusätzlich auch Whitebox-Tests möglich. Blackbox war, wir machen irgendwas und hoffen, dass das, was gemacht, also das Ergebnis auch so ist, wie wir das erwarten. Die höchste Ebene, also die am letzten ausgeführt wird, ist die Akzeptanz-Testebene. Da wird auch das gesamte System wieder getestet. Und zwar mit den Akzeptanzkriterien vom Kunden. Der hat vorher gesagt, ich möchte ein Produkt, das soll das und das und das können. Als vielleicht als Use Cases, als User Stories oder sonst irgendwas. Und er testet das wirklich im Sinne von, er benutzt das Produkt. Und naja, es ist experimentelles Testen. Kann an verschiedenen Zeiten, zu verschiedenen Zeiten durchgeführt werden. Ich kann zum Beispiel ein User Interface, was irgendwann fertig ist, schon mal auf Akzeptanz testen, ohne dass das gesamte Produkt fertig ist. Wenn zumindest all das, was ich mit diesem User Interface nutzen kann, fertig ist. Dann ist egal, ob dann irgendwie noch ein Exporter oder sonst irgendwas noch nicht fertig ist. Den Bereich, den ich testen möchte, der ist fertig. Meistens macht man es aber wirklich, wenn das gesamte System, sprich Produkt, fertig ist. Es wird meistens vom Kunden, von irgendwelchen repräsentativen Leuten, Eingekauften oder wem auch immer getestet und nicht mehr von dem Unternehmen, was den Code gebaut hat. Und das sind nur noch Blackbox-Tests. So. Das V-Modell. Bevor ich jetzt gesteinigt werde, weil hier agile Entwickler sind oder sonst irgendwas, es ist nicht das, was ich vorschreibe als Entwicklungsprozess, sondern es ist einfach nur ein schönes Modell, wo die verschiedenen Phasen in der Entwicklung aufkommen und wo man Testing gut erklären kann. Also ich sage nicht, ihr müsst noch ein V-Modell entwickeln. Das sind unsere Entwicklungsphasen, wie sie so oder etwas anders benannt, vielleicht sogar noch eine mehr, eine weniger, irgendwo meistens vorkommen. Wie wir gelernt haben, ist zum Beispiel die Kundenebene des Requirement Sets für die Realisierung dessen, was der Kunde möchte, funktionell niedergeschrieben. Kunde schreibt seine Wunschliste. Im Functional Level kommen wir zu einem richtigen Lastenheft, wo funktionell niedergeschrieben wird, was wir möchten. Und danach folgt dann eben der Output für die nächste Phase. Und diese Pfeile heißen nichts, dass wir machen einmal Customer Level, dann kommt Function Level und dann machen wir nie wieder Custom Level. Das ist klar, wenn irgendwo ein Fehler auftaucht bei den Tests, bei Reviews oder was auch immer, muss man zurückgehen. Das heißt einfach nur, wir können nicht Software Architecture machen, ohne mit dem Kunden gesprochen zu haben und so weiter. Unser Produkt ist 100% Spezifikation. Das hier ist statisches Testen. Es ist wichtig, dass all das, was bis zum Produkt gemacht wurde, statisch getestet werden kann. Wenn wir funktionelle Beschreibung dessen haben, was der Kunde möchte, kann man das testen. Nicht toolmäßig, aber über ein Review. Man kann mit dem Kunden ein Review machen, man kann mit externen Leuten ein Review machen, passt das überein? Ich kann ein Design gegenüber einer Wunschliste oder eben dem funktionell niedergeschriebenen testen. Ich kann meinen Code gegenüber meiner UML-Klasse oder was auch immer oder ein Set von UML-Dateien testen. Das Ganze ist testbar statisch. Danach kommen die verschiedenen Testlevel vom dynamischen Testen. Auch wieder der Pfeil heißt, man sollte, bevor man Integrationstests macht, zumindest Unit-Tests gebaut haben, weil dann die Integrationstests einfach schlanker ausfallen können. Wenn jede Komponente für sich tut, was sie tut, muss ich beim Zusammenspiel von Komponenten nur noch gucken, ob die richtig kommunizieren. Und nicht nochmal, ja, wenn ich jetzt die Funktion nutze, macht die denn alles richtig und kommuniziert richtig? Das weiß ich ja schon. Jetzt, was und wie und wo WordPress mit Software-Testing zu tun hat. Statisches Testen für WordPress. Es gibt das Tool PHP CodeSniffer. Man kann bestimmte Coding-Standards festlegen. Obwohl das Tool PHP heißt, testet es genauso auch JavaScript und CSS-Dateien.
Man legt einfach bestimmte Regeln fest und das Programm analysiert den Quellcode, ob der Code den bestimmten Regeln entspricht. Der Messdetektor macht Ähnliches, aber eben nicht nur auf Formatierung und weiß ich nicht was, sondern auch irgendwie auf, von wegen habe ich irgendwo Variablen, die ich als Parameter habe, die ich gar nicht brauche. Habe ich irgendwo in meiner Funktion lokale Variablen, die ich nicht brauche? Habe ich irgendwelche Statements, die ich niemals erreiche oder sonst irgendwas? Das kann der Messdetektor einem mitteilen. JSHint macht das, was der Codesniffer kann, nur nochmal für JavaScript-Dateien. Das heißt, er sagt dir für bestimmte Regeln, ob dein Code diesen Regeln entspricht. Zum Beispiel, ob man bei Vergleichen immer Strict Comparison macht. Das heißt, man überprüft nicht nur auf den Wert, sondern auch auf den Typ. Das sind halt Regeln, die man sich raussuchen kann oder konfigurieren kann, wie man es möchte. JSCS ist der Code-Style-Linter oder Hinter für JavaScript. Das heißt, es wird wirklich nur auf die Formatierung geachtet. Also zum Beispiel, wo soll ein Leerzeichen sein, wo soll der Zeilenbruch erfolgen und weiß ich nicht was. Und das gleiche gibt es für CSS-Dateien. Das meiste davon kommt schon mit einer guten IDE. Es gibt natürlich auch Leute, die nur einen Editor nutzen, da will ich überhaupt nicht gegenreden. Aber je nachdem, was man macht, wie oft man wirklich mit Code zu tun hat und wie man mit dem Code noch arbeiten möchte, kann man mit einem reinen Editor, auch wenn es Plugins gibt, die einige Dinge tun, nicht das machen, was ein wirkliches Development-Environment einem liefert. Dynamisches Testing. Es gibt PHP-Unit. Das ist ein Framework, mit dem man für PHP Unit-Testing betreiben kann. Es gibt PHP-Spec. Das ist ein Behavior-Driven Development-Framework. Es gibt BHAT. Das ist auch Behavior-Driven Development. Der Unterschied ist einmal, PHP-Spec basiert spezifikationsbasiert oder arbeitet spezifikationsbasiert und BHAT arbeitet wirklich mit Stories. Man schreibt, ich mache das, das ist gegeben, das soll rauskommen und so weiter. QUnit ist PHP-Unit für JavaScript. Jasmine ist BHAT für JavaScript. Das sind Testing-Frameworks für JavaScript. Fürs dynamische Testen brauchen wir noch Funktionen und Objekte und weiß ich nicht was, die in unseren Funktionen und Klassen genutzt werden, wo ich aber eben sagte, die uns nicht interessieren. Wenn wir eine Funktion testen, wollen wir nur diese Funktion testen. Wenn darin jetzt aber irgendeine WordPress-Funktion aufgerufen wird, dann gibt es einen Error, wenn die nicht existiert. Das heißt, diese Funktionen oder bestimmte Objekte, die vorhanden sind, müssen gemockt werden. Einige Dinge macht PHP-Unit schon möglich. Mit Mockery kann man Objekte mocken, das heißt, man erzeugt so ein Pseudo-Objekt, was sich ungefähr so verhält wie ein anderes Objekt, auf das beschränkt, was man gerade braucht. Also wenn es bestimmte, also das echte Objekt hat 20 Methoden, wir brauchen aber gerade nur eine, dann machen wir ein Pseudo-Objekt, was diese eine Methode macht. Und naja, was die dann damit macht, das ist abhängig davon, was das echte Objekt macht. Es gibt Prophecy und Fake, das sind ähnliche Sachen wie Mockery. Es gibt WP-Mock. Das ist auf WordPress bezogen ein Mock-Set. Das heißt, man kann damit zum Beispiel für Add-Action oder Do-Action, Apply-Filter und bestimmte WordPress-Funktionen, die kommen damit von Hause aus mit, dass man das wirklich zum Mocken von WordPress-Funktionen nutzen kann. BrainMonkey ist eine Alternative zu WP-Mock. Es liefert einem Möglichkeiten, WordPress-Funktionen zu mocken, dass man nicht alles von Hand neu schreiben muss. Continuous Integration noch fast zum Schluss. Was ist das? Es ist automatisiert bestimmte Aktivitäten durchführen. Das ist keine vollständige Liste, es ist auch keine bestimmte Reihenfolge, aber zum Beispiel gehört dazu, dass ich über einen Continuous Integration Server oder einen Dienst automatisch meinen Code statisch analysieren lasse. Ich kann Unit-Tests ausführen, ich kann Code Coverage, was auch wieder statisch ist, machen lassen. Ich kann meinen Code, je nachdem was ich mache, kann ich ihn deployen irgendwo, ich kann Integrationstests ausführen. Und warum sollte ich das machen? Continuous Integration ist automatisiert. Das heißt, je nachdem, wann ich das Ding beginne, wann ich meinen CI-Server aufsetze und nutze, habe ich von Anfang an Aussagen über meinen Code, über die Qualität, habe ich Fehler oder nicht. Es wird von Anfang an versucht, das, was eingecheckt wird, also integrativ zu testen. Das heißt, es gibt nicht, das ist so ein Buzzword, Big Bang Integration. Man hat ein Riesenprodukt gebaut und fängt dann an, Unit-Tests zu bauen und danach macht man Integration und stellt fest, hör mal, weißt du was? Wir haben, glaube ich, im Moduldesign schon Fehler gemacht.
Das passiert halt nicht, weil man von Anfang an Objekte schon versucht, integrativ zu testen. Naja, und das beschleunigt eben die Entwicklung und reduziert, was man irgendwie nicht machen möchte. Man kann Travis CI dafür nutzen. Es ist super einfach. Man braucht einen GitHub-Account, weil darüber, das ist halt die Codebasis dafür. Man braucht eine Konfigurationsdatei und kann eben nochmal sagen, wie und wann und wo dieses CI durchgeführt werden soll. Als Abschluss wirklich noch, ich kann jedem empfehlen, der sich mit Testing näher beschäftigen möchte, auf die ISTQB-Seite zu gehen und entweder sich wirklich auf ein Zertifikat vorzubereiten oder zumindest nur das kostenfreie Vorbereitungsset von so einem sogenannten Syllabus, das ist ein Lehrplan, zu nehmen. Das erzählt das, was ich hier zusammengefasst habe, sehr ausführlich und bereitet auf Entwicklerebene, aber auch auf Managerebene und Designer Leute aufs Testen vor. Was haben wir gelernt? Hoffentlich, Software-Testing ist wichtig, also macht daraus ein Thema, das heißt bei euch auf der Arbeit, vielleicht auch privat. Benutzt Tools, und zwar die richtigen, zum Beispiel eben eine vernünftige IDE. Macht Code-Reviews. Ihr kennt bestimmt andere Coder, lasst die euren Code anschauen und macht das selber. Schreibt Unit-Tests, vielleicht später Integration-Tests, aber zumindest Unit-Tests, weil das ist das Einfachste und das ist das Nächste am Code, den ihr eh schon geschrieben habt. Und das, was geht, automatisieren. Dankeschön, ich hoffe, es war nicht zu schnell und verdaubar. Gibt es Fragen, von denen ihr ausgeht, dass ich die jetzt beantworten könnte oder wirklich konkret auf was ist das, wo kann ich da irgendwas nachlesen und so, da würde ich wirklich sagen, die Slides sind online, googelt. Ich beantworte gerne Fragen, aber ne, je nachdem, was ihr fragt, wenn es nicht wirklich Sinn macht, dass ich dazu was sagen kann, ja. Okay, danke.